Meine Damen und Herren, wir sind mitten in der Debatte zur Budgetuntergruppe Verkehr, Umwelt und Mobilität. Am Wort ist Tanja Graf von der Volkspartei. Liebe Zuschauer, bevor ich mit meiner Rede starte, darf ich vielleicht ein bisschen einen Mythos aufheben vom Kollegen Scholl. Ich muss einmal eines feststellen, dieser Mythos, dass Österreich, die Regierung, nichts macht in diesem Budget für Soziales. Ich zeige dir diese Grafik. Hier siehst du, die Hälfte des gesamten Budgets, und das sind 47 Milliarden Euro, werden in Soziales investiert. Und was du die, wo du die Energie, weil du die Energie ansprichst, es werden alleine in unseren UG 43 90 Millionen Euro für einkommensschwache Haushalte reserviert werden. Das Land Salzburg, die Länder machen sehr viel. Die machen wirklich viel. Land Salzburg hat einen Heizkostenzuschuss in der Höhe von 150 Millionen. Interessanterweise macht Kärnten etwas, Vorarlberg macht etwas, aber Wien, schau bitte mal nach Wien. In Wien wird der Heizkostenzuschuss, ist das ein Teil der Mindestsicherung? Ist das sozial, dass ich dir einen Heizkostenzuschuss gebe und sage, das rechne ich da bei der Mindestsicherung an? Das ist nicht sozial. Schaut euch das bitte an, bevor ihr mit dem Finger irgendwo hinzeigt. So, aber jetzt zum Budget. Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit. Das zeigt uns die UG 43. Wir haben hier eine Erhöhung von 253% geschafft. Und das ist wirklich ein hervorragendes Stück. Wir kommen von 680 Millionen auf 2,4 Milliarden Euro in diesem Budget. Und es wurde heute kurz erwähnt, die Umweltförderung im Inland ist auch mir persönlich als Unternehmerin ein Anliegen, weil wir das um 40 Millionen erhöhen werden, wo wir gerade intensive Betriebe, die energieeffizient sparen wollen, unterstützen mit diesen 40 Millionen. Und auch der Aufbauplan von Europa unterstützend mit 149 Millionen Euro, der gerade für Kreislaufwirtschaft, auch ein wichtiges Thema bei uns, in Anspruch genommen wird. Und klimafitte Ortskerne damit unterstützt werden. Es werden auch die Dekarbonisierung der Industrie damit unterstützt. Und ein Kernstück wird sein der Klimabonus. Und Kollegin Herr, weil Sie gesagt haben, der ist nur für die Postleitzahl geeignet, ich darf Sie daran erinnern, wie viele Pendler wir haben, die tagtäglich in die Arbeit fahren und unser Budget finanzieren, bitte. Die tagtäglich arbeiten mit ihren Abgaben, unser Budget finanzieren. Und die haben es nicht so leicht, dass sie in der Stadt bei der U-Bahn einsteigen können. Es macht schon einen Unterschied, ob ich in der Stadt wohne oder am Land und mein Auto dazu brauche. Und dafür ist auch ein Klimabonus gerechtfertigt. Und wir setzen mit diesem Budget wirklich die richtigen Anreize, um eben unsere Ziele auch zu erreichen. Und was wir aber neben der Budgetierung noch brauchen, was mir persönlich ein Anliegen ist als Energiesprecherin, ist, wir haben das erneuerbare Ausbaugesetz auf den Weg gebracht. Wir haben uns Ziele gesetzt, die wir erfüllen wollen. Und diese Ziele brauchen die Akzeptanz der Bürger und Bürgerinnen. Und hier bitte ich wirklich auch um die Akzeptanz. Es kann nicht sein, dass wir nach sauberen Strom schreien, aber den Ausbau der Erneuerbaren blockieren. Und da bitte ich auch, sprecht bitte mit dem Umweltbereich, weil es kann nicht sein, dass der Umweltschutz den Klimaschutz blockiert. So funktioniert das nicht. Wir werden sonst ein Problem mit unserem Ziel bekommen. Vielen Dank. Es mache einen Unterschied, ob jemand am Land oder in der Stadt wohne. Hier greife der Klimabonus ein, meint Tanja Graf von der ÖVP.